was ist in Ihrer Kindheit falsch gelaufen, dass Sie so sind, wie Sie sind? Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich war relativ angepasst. Das fing bei mir bei der Bundeswehr an. Da wollte ich vieles nicht mit mir machen lassen. Was denn so? Wenn man irgendwie nicht laut genug gesungen hat, dann musste man irgendwie dreimal Platz laufen. Man wurde richtig schikaniert. Wir hatten ja noch... Ein richtiger Schleifer. So, ja. Ja, genau. Wir hatten die Leute noch aus der alten Wehrmacht. Ich war nachher offiziell vom Singen befreit, weil ich immer falsch gesungen habe. Drückeberger Ströbel. Und so habe ich damals auch langsam angefangen, Gesetze zu lesen, einfach um mir helfen zu können. Und nachher war ich da so Experte, nach einem halben Jahr, dass ich den anderen Soldaten Rechtsrat gegeben habe, natürlich. Ich habe nicht nur Rechtsrat gegeben, sondern ich habe auch Liebesbriefe für die geschrieben. Nein. Weil denen fiel nichts mehr ein, so nach ein paar Monaten, was sie jetzt noch schreiben sollen. Ich bin bis heute Kanonier der Reserve und wenn im Bundestag über Kriegseinsätze geredet wird, weiß ich, worum es geht. Mhm. Ich habe dann sogar mal irgendwann bei der Bundeswehr relativ spät sogar einen Preis bekommen als guter oder Meisterschütze mit Kanonen allerdings. Mein Song, den Stefan Raab ja gemacht hat, Gebt das Hand frei, der wird offenbar immer noch irgendwo gehandelt und gespielt. Aber wie kommt man auf Gebt das Hand frei? Ist das so ein Spiegelbild Ihrer Jugend gewesen? Nein, ich habe mit Hanf und anderen Drogen immer nur Berührung gehabt, nicht selber, weil ich es genommen oder gespritzt habe, sondern weil ich viele Mandanten hatte, die hatten da sehr viel mit zu tun. Glauben Sie, Sie werden abgehört? Da bin ich immer von ausgegangen, ja. Nun ist ja gestern jetzt bekannt geworden, dass auch der Altkanzler Schröder, der damalige Kanzler Schröder, abgehört worden war. Kommentieren Sie das? Das habe ich schon lange so angenommen. Das lag ja auch nahe. 2002, 2003 ging es um die Ablehnung Deutschlands zu dem Irakkrieg, irgendeinen Beitrag zu leisten. Nun war es für die USA natürlich von höchster Wichtigkeit. Inwieweit ist das ernst gemeint? Und ich lebe von Milch, von Milchprodukten. Seit meiner Geburt. Nee. Bis heute. Ich trinke manchmal pro Tag 2 Liter Milch. 2 Liter Milch? Ja. Ah, jetzt kommen wir auf das Geheimnis der Power. Jeden Tag 2 Liter Milch. Man hat mir mal gesagt, man muss 4 Liter Wasser Viele trinken. Viele Leute sagen, das ist ungesund, aber für mich ist es gesund. Aha. Na, ja. Lassen Sie mal reingehen. Was würden Sie denn empfehlen da? Ich kaufe immer das Gleiche. Warum dieses Weißbrot? Weil dieses Brot so schmeckt und vor allen Dingen so riecht wie mein erstes Weißbrot in meinem Leben, was es nach der Währungsreform in Marl gegeben hat. Und das war für mich der Inbegriff von Genuss damals, weil wir ja kein Weißbrot kannten. Also wenn ich das Gefühl hätte, ich bin nicht wirklich bei der Mehrheit der Bevölkerung hier im Wahlkreis mit dem, was ich im Bundestag mache, würde ich aufhören. Ich würde es nicht anders machen, ja, als Konzession oder so, aber ich würde nicht weitermachen. Wie freut sich in Ströbel? Haben Sie getanzt? Haben Sie sich betrunken? Haben Sie ein Festessen gegeben? Was machen Sie dann? Rasten Sie aus? Springen Sie rum? Ich lebe drogenfrei und trinke keinerlei Alkohol, auch keinen Kaffee und rauche auch nicht. Also diese Sachen brauche ich nicht. Man würde gar nicht glauben, dass sozusagen, wenn die es richtig krachen lassen, dann essen sie einen Apfelkuchen. Noch lieber Pflaumenkuchen.